Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Duke Nukem Forever. Yo, 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 das ist das geilste Videospiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Duke Nukem und der braucht 14 Jahre, um zu kommen. Ich bin ja schon froh, wenn ich in 14 Jahren einmal eine Erektion bekomme. Und dieser Typ spielt ein Spiel, das so heißt wie das Spiel selber. Also spielt man ein Spiel, in dem man ein Spiel spielt, in dem man ein Spiel spielt, in dem man ein Spiel spielt, in dem man... Boah, ich war schon wieder so kurz davor, ein Paradoxon auszulösen. Aber das ist wirklich gefährlich. Das wäre so, wie wenn ich dieses Review reviewen würde. Yo, 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 das ist das geilste Review, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, da ist dieser Typ und der so. Yo, 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 das ist das geilste Review, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, da ist dieser Typ und der so. Yo, 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 das ist das geilste Review, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, da ist dieser Typ und der so. Stopp! Das letzte Mal, als ich in dieser Wohnung ein Paradoxon ausgelöst habe, musste ich 5 Tage am Stück aufräumen. Und trotzdem sieht sie irgendwie immer noch anders aus. Jedenfalls spiele das Spiel zu Ende. Und dann passieren komische Dinge. So mit Aliens kommen dann, glaube ich. Und der Typ hat ziemlich viele Waffen, glaube ich. Und dann ballert er mit den Waffen auf die Aliens. Scheit! Sinnloses Ballern auf außerirdische Lebensformen. Wie bei Delta Star. Und irgendwie geht's noch um Bier und... Ja, und darum, dass der Duke so cool ist und um solche Dinge und Ach, fuck! Ich hab doch gerade mal die Demo gespielt. Ich hätte doch nie damit rechnen können, dass dieses Spiel wirklich mal rauskommt. Ich hab's immer als Argument für was benutzt, wenn ich was nicht tun will. Wann räumst du mal deine Bude auf? Wenn Duke Nukem Forever rauskommt. Wann gehst du nochmal aufs Arbeitsamt? Wenn Duke Nukem Forever rauskommt. Wann wird nochmal Ghostbusters 3 gedreht? Wenn Duke Nukem Forever rauskommt. Ach, ich meine, hallo, das Spiel ist angekündigt worden, da habe ich mir noch in die Hosen geschissen. Ist ja nicht so, als würde das heutzutage nicht mehr passieren. Da ist es doch echt unrealistisch, dass da überhaupt jemals wieder was passiert. Hier ist eine Liste von Dingen, die ich jetzt tun muss, da dieses Spiel erschienen ist. Okay, wie gesagt, ich hab's nicht gespielt und werde das vermutlich auch nie tun. Und weil ich keinen Bock habe, all diese Dinge zu machen, drehe ich mich jetzt um und tue so, als wäre das Spiel nie erschienen. Und damit ihr auch denkt, dass das Spiel nie erschienen ist, seht ihr jetzt bitte mal kurz in dieses rote Licht. Scheiße, Mann. Ich frag mich schon die ganze Zeit, wieso ich diesen Gedächtnislöscher eigentlich gekauft habe, wenn ich ihn doch eh nie benutze. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey, es folgt gleich eine Liste von Dingen, die sinnvoller gewesen wären, als dieses Review zu drehen. Mann, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es gerade eben ging. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Alter, Alter.